Heute wird die Folge noch länger als letztes Mal. Endgeil. Ich kommentiere wieder vier Folgen, also Folge 7 bis 10 von Are You the One? Reality Stars in Love. Was sind das da für komische Zahlen um mich herum? Das ist eine künstlerische Ästhetik, die ich in das Video reinbringen wollte. Ein Blick hinter die Kulissen, den ich euch geben wollte. Oder ich habe einfach die Aufnahme hart verkackt. Ich bin ganz ehrlich, es ist Freitag 13:37 Uhr, Sonntag 18 Uhr muss das Video online gehen. Ich muss 2 Stunden aufnehmen. Mein Kind ist gerade im Sprung. Ich bin am Ende meiner Kraft, meiner Kapazitäten. Ich schaffe es nicht, das nochmal neu aufzunehmen. Ich habe bei Insta gefragt, ob es für euch okay ist. Die Großteil hat gesagt, es ist okay. Ich habe mich schon gerade grün und blau geärgert. Welche Farbe ärgert man sich? Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ihr könnt es vielleicht nach ein paar Minuten ausblenden. Das fällt dann nicht mehr so auf. Da ich jetzt ein minderwertiges Video im Gegensatz zu den anderen abliefe, habe ich mir überlegt, dass ich die Einnahmen nicht einstecken werde, sondern das alles spenden werde. Ich werde 50% an den afghanischen Frauenverein und die anderen 50% an Visions for Children spenden. Unten findet ihr Links dazu. Da könnt ihr nämlich auch spenden, wenn es euch möglich ist. Informiert euch, wen ihr auch wählen wollt. Ganz, ganz wichtig. Jetzt aber zu den wirklich wichtigen Themen. Are you the one? Viel Spaß. Und sorry, es tut mir wirklich leid. Es tut mir echt leid. Es kommt nie wieder vor. Glaube ich, hoffe ich. Es passiert aber so viel, dass es wahrscheinlich im Moment länger wird. Deswegen holt euch ein Getränk. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Getränk vergessen habe. Ah! Deswegen bitte trinkt was für mich mit. Wenn ihr für euch trinkt, denkt an mich. Nehmt noch einen zweiten Schluck for me. Falls ich am Ende des Videos wie eine getrocknete Rosine aussehe, wisst ihr warum. Denn steckt noch eine angebrochene Cola. Wie lange die wohl da schon steht? Vielleicht finden wir es im heutigen Video heraus, also bleibt dran. Ich muss kotzen. Wie immer findet ihr unten den Link zu den kompletten Folgen bei TV Now. Und ich würde sagen, wir fangen an, denn es ist spannend, oder? Das Schachspiel im Seniorenheim ist interessanter Als als hier. das hier, ja. Ja. Traurig, aber wahr. Da will man doch gleich dranbleiben. Der schießt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Warum? Diogo schießt gegen Aurelia. Dann ist Danilo nach vorne gegangen und hat Sarah doch die Jacke gegeben. Dann sagt er so: Tja, du bist ja wohl nicht die Einzige, die mir die Jacke gibt. Das ist ja nichts Besonderes gewesen für dich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Lederjacke. Die hatte einmal Aurelia an und dann auch Sarah. Die Lederjacke ist nichts Besonderes. Ich finde es einfach schade, jetzt, als wir da saßen, dieses Kommentar mit der Jacke. Nee, ich meinte damit gemeint, so für ihn ist wohl was Normales. Nee, Diogo, du hast damit gemeint, dass du der Aurelia einen reindrücken wolltest, weil du das nicht gut findest, was sie den Danilo auch gut findet. Das ist mir doch egal, was er macht. Diogo aber nicht. Ich finde es einfach schade. Warum geht's dir? Es geht dir ja irgendwie in dem Moment nicht um mich, wenn du sowas sagst. Du guckst ja wieder auf andere. Es geht um sein Ego und es ist sehr groß. Stört überhaupt nicht, dass Aurelia mit anderen Typen Spaß hat oder tanzt oder wie auch immer? Das stört ihn überhaupt nicht, oder? Ja, miteinander am Reden und haben auch miteinander getanzt. Das hat sie vorher nie gemacht. Und kein anderer Mann. Das ist ihm schon aufgefallen. Aber es stört ihn nicht. Was hat sie von mit keinem anderen Mann gemacht? Das ist schon eine harte Nummer. Aber ich lasse das auch nicht lange mit mir machen. Naja, die Folge geht noch ein Weilchen. Meinst du, ich spiele jetzt irgendwelche Spiele, wo ich mir irgendwann rummache? Die sitzen abends zusammen, trinken was, spielen was. Melina hat eigentlich keine Lust. Schmeckt auch mir, Baby! Ich gehe schon mal vor, Tommy. Du kannst ruhig noch erzählen. Sie wird aber überredet. Und das könnte noch ein großer Streitpunkt werden. Melina hat gesagt, sie hat halt gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Und ich kann es halt nicht ab, wenn man Sachen sagt und sich dann halt anders verhält. Wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie denn jetzt nochmal? Also, ich kenne sie alle. Jackie hat ein Problem damit. Öffne die Hose eines Mannes mit dem Mund. Oh. Ich finde es krass, dass Jackie da eine Technik hat. So, Leute, jetzt könnt ihr mal was lernen. Los, Jackie. War auf jeden Fall lustig und hat ein bisschen Pep reingebracht. Hatten alle was zu lachen. Das stimmt und Josu hat sich auch gefreut. Dankeschön. Als nächstes ist Tommy dran. Bist du eine Person deiner Wahl mit Zunge? Nicht dein Ernst. Melina möchte gleich was klarstellen. Das finde ich gut. Ich werde das nicht sein. Da kriegst du auch eher eine Schelle, wenn du dich der annäherst. Ich sag auch noch, ich will dieses Spiel genau deswegen nicht spielen. Tommy hat aber echt Unglück bei der Steinwahl gehabt. Ich muss doch respektieren, was sie will. Richtig so. Deswegen wird freundschaftlich mit Valentina rumgeschlabbert. Das hat er ja schon des Öfteren gemacht, deswegen gut. Melina, ich wollte schlafen, ich lag im Bett. Ich will nicht mehr spielen. Jamie überredet sie aber. Warum stehst du auf dem Tisch?
um ihr zu helfen. Das ist so eine, Eigenschaft von mir. Auch damit hat sie ein Problem. Kleiner Tausch mit der Person gegenüber. Jackie sieht begeistert aus. Wie gut, dass mein Mäuschen Baggy Pants trägt, weißt du, ich meine? Moment, hat er gesagt, mein Mäuschen? Mein Mäuschen? Baggy Pants? Der sagt das zu jedem, mein Mäuschen. Nee, zu mir hat er das noch nie gesagt. Mal ernsthaft, ich will mir Gedanken machen, warum dir die Klamotten von ihr passen. Aber gut. Stopp. Ich will mir Gedanken machen, warum das für Jackie so ein großes Thema überhaupt ist. Ich glaube, Jackie hätte gerne mit Jamie die Klamotten getauscht und da ist ein bisschen Eifersucht mit im Spiel gewesen. Das wollte ich gerade sagen. Was soll das? Tommy gegenüber. Das ist nicht alles, womit Jackie ein Problem hat. Tommy hat Interesse an ihr, sie hat Interesse an Tommy. Und Jamie findet sie einfach nur cool. Jogo erklärt die Geschichte. Jamie sitzt da dann die ganze Zeit so mit Melina am Arm und Tommy so daneben. Und das bricht Jackie das Herz. Mir tat es in dem Moment, weil ich weiß, dass Tommy sie gerne hat, leid. Aber es ist doch gar nicht your place to feel sorry. Okay, sag was. Du weißt, es ist loyal, wenn man das will. Das ist auch richtig, das ist auch gut, aber trotzdem kannst du trotzdem deine beste Freundin sein, ja, Mäuschen. Hat sie gerade auch Mäuschen gesagt? Ich rede nicht schlecht über meine beste Freundin hier. Aurelia ist loyal durch und durch. Ich will nicht, dass das passiert. Scheiß mal beide drauf. Was mischst du dich jetzt eigentlich gerade ein? Ja, weil das ich rede doch gerade mit ihr gerade, oder? Oder ist ihre beste Freundin? Was erwartet Jackie? Dass Aurelia jetzt ablässert über Melina? Mm-mm, nicht mit ihr. Willst du mich gerade verarschen? Ja, meinst du, sie wird dir jetzt recht geben, oder was? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Jogo hat recht. Kacke. Sag es ihr einfach. Willst du mich gerade verarschen? Sag es einfach ihr. Kann sie nicht alleine reden? Musst du dich gerade mit mir streiten? Er steht halt hinter seiner Frau. Dein Ernst? Was willst du denn jetzt hiermit erreichen? Was willst du hiermit erreichen? Ich glaube, Jackie hat gerade irgendein Problem, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Und sie weiß es, glaube ich, selber auch nicht. Wenn Jamies Arm um ihr herum ist, stört mich überhaupt nicht. Nein. Ja, dann ist doch alles gut. Warum wird sich gestritten? Wieso soll mir das stören? Jackie hat gesagt, ich stört's. Ich sitze hier. Wenn du was zu sagen hast, kannst du mir's in mein Gesicht sagen. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ja, aber ich höre, du hast irgendwas über mich gesagt. Ja, das war am Anfang. Heißt sie eigentlich Jackie oder Jackie? Jackie? Jacques Chirac? Ich finde, Jackie reagiert generell sehr oft über und mit ihrem Ton ist nicht immer angebracht. Ist einfach unnötig. Ich bin froh, dass wir eine Einschätzung von Jill bekommen haben und jetzt auch wissen, dass sie Jackie heißt. Das Problem ist... Du weißt doch gar nicht, was das Problem gerade ist. Digga, bei Gott, Jesus Christ, wie kannst du mir direkt ins Wort fallen und ich habe noch nicht mehr begonnen, sag mal. Das Gespräch geht gut los. Ich will dir gerade was sagen und du sagst... Aber ich lasse dir jetzt das Wort und bitte... Ich sehe, da drüben herrscht eine Diskussion. Die hat ja maximal nichts mit dem Spiel zu tun. Ich sehe, da ist eine Menge Alkohol geflossen und es kommt fast kein gerader Satz bei rum. Und? Warte ganz kurz. Nein, nein, ich warte gar nicht. Stopp, ich warte gar nicht. Jetzt rede ich doch. Halt, stopp, jetzt rede ich. Sagst du mir nur ganz kurz Bescheid, wann ich auch was dazu sagen darf? Nein, darfst du nicht, Digga. Ich rede doch, Digga. Digga. Das ist ein Geben und Nehmen. Das meine ich. Okay, auch. Rede doch vernünftig mit mir und sag nicht mal, Digga. Wir reden doch vernünftig, Sunshine, oder? Sunshine, Mäuschen, Digga. Ich hab nur gefragt, wann ich auch was dazu sagen darf. Ja, Digga, wenn ich fertig bin, so hat man das ja, du wirst halt nie fertig. Wo sie recht hat. Digga, bist du dumm? Geiler Abgang. Der war ein bisschen doll, ne? Ja. Langsam müssen wir auch vorankommen und mal ein Pärchen ins Hotel schicken. Damit das passiert, müsste jetzt erstmal wieder ein Spiel gespielt werden. Ich dachte, dass wir extra die Paare gewinnen lassen, da wo wir denken, die könnten wirklich ein Perfect Match sein. Sinnvoll wär's, aber nicht alle denken somit wieder Eugen. Salva und Kathleen, why? Oh. Aurelia und Jogo, wenigstens die. Da wäre es doch mal echt interessant zu sehen, ob die ein Perfect Match sind oder nicht. Ja, ich sag mal, ich mein Spiel, wo man sich körperlich ein bisschen betätigen muss und bin ich sehr, sehr stark drin. In was ist Salva eigentlich nicht sehr, sehr stark? Prozentrechnung super, sportlich ist er. Ich wäre sehr gerne auf jeden Fall mit Finny auf dieses Date gegangen. Noch ist es nicht so weit. Vielleicht später noch. Oh ja, ich habe mich ein bisschen, ich stand mir ein bisschen selber im Weg, weil ich an die Gruppe gedacht habe. Echter Teamplayer. Ich würde trotzdem bei Jogo bleiben, auch wenn wir kein Perfect Match wären. Aber man will es halt auch wissen, ob man eins ist oder nicht. Warum sind die denn jetzt eigentlich schon wieder so zusammen, als ob nichts gewesen wäre? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der Geldsumme. Ja. Und die Frage ist natürlich, soll das Match heute Abend wieder verkauft werden? Ich würde es, glaube ich, verkaufen. Jogo kriegt kalte Füße, würde ich sagen. Ich will einfach nicht, dass die anderen verkaufen, weil ich Klarheit will. Und Jogo fällt dir so in den Rücken. Ja, Jogo sagt, ihr verkauft schon, ne? Ja, ich weiß. Es wird nicht verkauft. Das ist aber ich will auch nicht verkaufen, ja. Das weißt du auch.
Kathleen, mal ruhig hier, ne? Nicht, dass du dich widersprichst. Wer will verkaufen? Jungs. Nicht verkaufen. Ich hoffe, ihr seid das perfekte Match. Valentina, du auch mal ganz ruhig die Pferde haben hier halten im Zaun oder wo auch immer die Pferde sind auf der Koppel. Nicht verkaufen. Wäre natürlich schade, wenn du raus musst so. Das ist mir wurscht, ich will das wissen. Deswegen geht Aurelia noch mal rum. Ja, ganz kurz, nicht verkaufen. Wer für was? Nicht verkaufen, bitte. Jackie lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster. Wenn das viel Geld ist, viel? Viel, viel. Kein Spaß jetzt. Ist kein Spaß. Wenn es verkauft wird, gehe ich. Ich möchte das wissen. Oh, das hat schon das Öfteren gesagt, dass sie geht, ne? Noch ist sie hier. Ich hab gesagt, wenn du verkaufst, ich gehe. Also viel Spaß. Ich werde dann Marina sagen, schau mir hin. Die Aurelia, die hat überall ihre Öhrchen. Sie sagt, die Aurelia sagt, wenn wir kein Perfekt Match sind, dann wird die mich trotzdem kennenlernen. Wieder über sie redet. Die ganze Zeit sagt er, er will das wissen. Und jetzt, wo wir in dieser Situation sind, sagt er zu allen, es soll verkauft werden. Ja, weil er keinen Bock hat, rauszugehen, weil er entweder keinen Bock auf Aurelia hat oder mehr Sendezeit möchte oder vielleicht noch auf eine Person wartet, die eventuell noch reinkommt oder alles drei oder eine Mischung aus diesen drei Gründen. Frag ich mich, warum möchte man so viel Klarheit haben? Weil ich meine, das ändert an uns, an unser Kennenlernen eigentlich nichts. Jogo, du widersprichst hier von Minute zu Minute mehr. Ich erkläre dir mal was. Die, die fix sind, musst du reinschicken. Genau, die, die fix sind, um Sicherheit zu bekommen. Ich verstehe, was du meinst, aber schau. Also für jemanden, der sich noch zu Hause von der Mama die Wäsche waschen lässt, hat er das, finde ich, ziemlich gut zusammengefasst und durchblickt. Nee, das kann ich nicht sagen. Jetzt schreiben mir die Leute dann. Meine Mama wäscht auch die Wäsche, aber die macht es echt so gut. Freue mich für euch. So dumm. Von der großen Summe, habe ich gesagt, ja? Lieber gehe ich hier mit 10.000 pro Kopf raus, anstatt mit gar nichts. Ich wiederhole mich, aber ich fände es witzig, nicht weil ich die nicht mag, aber einfach für die Authentizität der Sendung wäre es wichtig, dass die nicht gewinnen. Weil ganz ehrlich, haben die das Geld so nötig? Komm, die sind dann für ein paar Monate InfluencerInnen, die auch ein paar Kooperationen angeboten bekommen, da können die das Geld ja darüber wieder reinholen. Wir brauchen kein Mitleid mit denen haben. Mega gut, ich habe mich auch richtig gefreut, ja, dass ich mit Aurelia zusammen auf ein Gruppendate komme. Salva ist auch dabei. Wen interessiert, I don't know. Lass die Hose noch mal kurz an. Nicht? Was? Nicht. Leg dich einfach hin. Es wird massiert, ohne Happy End. So in der Villa ist er eher ruhig und zurückhaltend in der Küche und kocht da und macht sein Ding. Und hier ist er doch in die Offensive gegangen, da war ich schon ein bisschen überrascht. Ich würde gerne mal den Salva sehen, wie der in der Villa ist und kocht. Da wäre ich nämlich mal überrascht, fände ich süß. Die Aurelia ist auf jeden Fall auch schon auf mich drauf gestiegen. Danke für diesen Kommentar. Da habe ich auch kein Problem mit. Freut mich für euch. Salva weiß genau, was er tut. Zumindest beim Massieren, bei den Frauen irgendwie noch nicht so. Kurze Zeit dachte ich wirklich, ich muss ins Krankenhaus, weil du mir was googelst. Aber ich mag das ja, wenn man noch so einen kleinen Witz daraus macht. Ganz so witzig ist es bei Aurelia und Jogo nicht. Eine Massage ist schon sehr intim, klar. Also ich bin ja sehr offen, ich habe damit kein Problem so. Eigentlich ist eine Massage nicht ganz so intim, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin auch bereit, dich weiter kennenzulernen. Würde aber jetzt noch nie sagen, dass ich mir auf jeden Fall eine Beziehung vorstellen kann. Also ich frage mich wirklich, wie oft er noch sagen muss, dass er sich nicht sicher ist, ob da mehr draus wird. Oder dass er nicht weiß, ob er es will, aber er will es auch nicht. Sorry, Aurelia, aber er schreit, ich hab keinen Bock! Für mich ist es sehr eindeutig. Ich hätte es mir gewünscht, dass wenn es so Streitereien gibt, dass die schneller geklärt sind, weißt du? Ja, dann geh halt nicht aus dem Weg, sondern such das Gespräch. Aber trotz allem so finde ich schon, dass es sehr passt. Also für mich jetzt. Ja, das haben wir gemerkt, dass es für dich sehr passt. Nochmal, für ihn nicht. Dass wir uns gut verstehen, aber so ernsthaft, glaube ich, ist das von beiden Seiten eher nicht so. Bei denen passt es auch nicht. Ja. Ich bin bereit für was Ernsteres. Mhm. Und ja, bin ein bisschen enttäuscht so bis jetzt, ne? Der Arme. Guck mal, Diego und Aurelia haben sich getroffen. Wer nochmal? Diego, hm? Bei denen läuft es perfekt. Passt so gut wie bei Joshua und Sarah oder Sandra, I don't know. Jetzt finden wir gleich heraus, wer in die Matchbox darf. Aurelia, du wünschst dir von Herzen, dass das ein perfekt Match ist, richtig? Ja. Ich denke, wir fahren heute nach Hause.
Jogo, gar keinen Bock. Was würdet ihr sagen, wenn ich heute mein Portemonnaie öffne und euch 10.000 Euro anbiete? Okay. 10k, dafür geht Valentina 3 Monate arbeiten. Ich biete euch ja auch keine 10.000 Euro an. Ich biete euch nämlich 20.000. Mehr. 50 sind wir dabei. Ich biete euch auch keine 50.000 Euro an. Salvas Blick. Die Dollarzeichen sind in den Augen. Ich biete euch 70.000 Euro an. Das ist viel. Die größte Gewinnsumme ever, nämlich 250.000, eine Viertelmillion Euro. Oh mein Gott. Wir verkaufen. Okay. Guck mal, lass uns letzte Mal verkaufen. Salva sagt letzte Mal verkaufen. Mehr kriegen wir nie mehr. Safe, Digga. Ey, 70, Leute. Safe. Selbst Joshua, einer der engsten Freunden von Aurelia, der weiß, wie wichtig ihr es ist, dass sie dieses Matchbox-Ergebnis bekommt, sagt verkaufen. Das geht nämlich jetzt in den folgenden Clips komplett unter. Und ich möchte, dass das nochmal jetzt hier alle mitbekommen haben. Verkaufen. Kathi noch so vor 12 Stunden. Nee, wir verkaufen auf gar keinen Fall. So viel bieten die uns nie mehr. Joshua, chill. Valentina, was machen wir? Die war einfach immer, wen sie sich rauspicken muss. Immer die Person, die weiß, sie hat kein Problem damit, gegen den Strom zu schwimmen. Wir verkaufen. Oh mein Gott. Was? 70.000 Euro mehr. Ihr habt die Matchbox-Entscheidung an Aurelia und Diogo für immer verkauft. Nein. Wir können nicht mehr in die Matchbox gewählt werden. Ach du Scheiße. Bist du zufrieden? Da muss ich aber auch sagen, war das schon immer so? Habe ich das vergessen, verdrängt? Das ist nämlich schon krass irgendwie. Weil sollte man sagen können, ja, wir schicken die nochmal rein. Aber die müssen jetzt bis zum Ende abwarten. Verkauft? Ja, du hast doch auch gesagt verkaufen. Ja, aber ich hast du verkauft? Ja. Ja, aber... Hä, hast du verkauft? Joshua! Aber sie hat gesagt verkaufen und er hat gesagt verkaufen. Wir sind ein Team, Mann! Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht hinkriegen, dass man so sagt, so jeder hebt jetzt die Hand, wer verkaufen will. Das dauert ja irgendwie 10 Sekunden. Und dann entscheidet man halt, was die Mehrheit sagt. Die Option jetzt zu sagen, ja, aber hier wurde verkaufen gerufen, das kann sie sich sparen. Also sowas Dummes, Lächerliches, brauchen wir ja nicht zu hören. Salva, nicht mit uns. Immer gegen die Gruppe, ich check's nicht. Dass Melina ausrastet, verstehe ich. Sie hat aber auch nicht gerufen, verkaufen. Das ist eine Sabotageperson, die uns ficken will. Moment mal, Salva. Ey, guck mal, lass uns letzte Mal verkaufen. Ist einfach so, Leute. Tut mir leid, dass ich sagen muss. Letzte Mal verkaufen. Aber es ist einfach die Wahrheit. Das ist so krass, wie er jetzt gegen sie hetzt. Wie er versucht, glaube ich, bei den anderen so Pluspunkte zu sammeln. Karma is going to get ya. Sorry. Am liebsten, ich würde jetzt gar nicht mehr gewinnen. Einfach aus Prinzip. Wie gesagt, mich würde es nicht stören. Hat sie ein super Geburtstagsgeschenk fertig gemacht, ja, für uns super alle. Ja, super gemacht. Oh nein. Valentina ist jetzt 21. Ich habe bald Geburtstag. Was soll ich machen? Soll ich jetzt hier sitzen und heulen? Nee, ich heul nicht. Mir tut sich echt ein bisschen leid. Das ist, glaube ich, echt beschissen, wenn du Geburtstag feierst mit Menschen, auf die du eigentlich gar keine Lust hast und dann auch noch irgendwie... Ja, es tut mir leid. Aber sie ist jetzt auch 21, das heißt, sie muss damit umgehen können. Und im Strafgesetzbuch steht es auch nicht. Keine Entscheidung, ne? Das ist keine Entscheidung. Nee, oder? Doch. Ich finde es gut, dass sie verkauft haben, weil... Die waren sich alle letztendlich sicher, dass wir ein Perfumate sind. Ich verstehe auch nicht, warum Aurelia jetzt so sauer gleich sein wird auf alle anderen, anstatt mal auch auf Diogo sauer zu sein. Der geht den ganzen Tag rum und sagt so, ja, er wird's verkaufen und hier Tommy verkauft, bla bla bla. Der soll der Mann an ihrer Seite sein, der ihr so in den Rücken fällt? Das bedeutet ihr so viel? Verstehe ich gar nicht. Dann macht das gar keinen Sinn, ihr noch 1% Klarheit zu bekommen. Ja, aber Aurelia bedeutet es eine Menge. Wer hat verkauft? Frag dreimal. Naja, Kathi hat gerufen, Joshua hat gerufen, Valentina hat gerufen. I don't know. Warum aber? Also die hat uns angefangen so 10k, dann 20k, dann 30k, dann 40k, dann 50k. What? Das stimmt nicht. Sie hat gesagt 10, 20 und dann direkt nicht 50, sondern 70. Just saying. Ne? Ja, dann war halt mein Upsi. Komm zum Punkt. Dann kam sie auf 70k und alle so wow und voll viel haben auch verkauft. Lüge. Das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Oh Gott, dass ich mal das sage bei Valentina.
Niemand hat gesagt, ja, wir verkaufen, wir verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Danke für diesen Zusammenschnitt. Nein, das stimmt. Oh Gott, ich muss einen weiteren Satz sagen. Jill hat recht. Wenn Jill das meint, hat sie damit recht. Das haben so viele Leute rumgeschrien, die hat gar nicht mehr mitbekommen, wer das aber gesagt hat. Aber wartet man wenigstens ein bisschen. Auf was soll sie denn warten? Dass sie das nicht checkt, dass ihr sofort abstimmen müsst. Sorry. Ihr zwei dürft nie wieder da, also da rein. Was? Moment! Jetzt geht die Bombe gleich hoch. Ihr dürft nicht mehr rein. Das wird niemals geklärt, ne? Was ist denn mit dir los, Mann? Das hat sie ja nicht gewusst. Sie wusste ja bei der Entscheidung auch nicht, ob die beiden vielleicht nochmal die Möglichkeit bekommen. Haben die erst danach gesagt bekommen. Du hast mir die Chance verwehrt, dass ich das jemals mitkriege. Wie kann man denn so sein? Wie kann man denn so krankhaft Sendezeit wollen? Ich weiß nicht, ob das was mit Sendezeit zu tun hat. Außerdem am Ende der Sendung kriegst du es doch mit. Fürs Spiel wäre das gut gewesen. Aber ich muss keinen Bildschirm haben, wo drauf steht Perfect Match, um zu wissen, ob ich Gefühle für jemanden habe oder halt nicht. Preach. Hätte ich besser nicht sagen können. Kann man so krank sein? Was ist mit dir? Und jetzt steigert sich Aurelia aber richtig rein. Mich trifft es einfach, wenn Menschen so kalt sind. Dafür ist sie umso hitziger. Hat mich einfach gefickt, Mann. Was hab ich da denn getan? Nix. Das ist so gemein. Ist das jetzt so der Weltuntergang? Anscheinend schon. Das ist echt viel Geld. Ich habe jetzt leider keinen Taschenrechner und auch gerade nicht den Kopf. Wie viel sind 70 geteilt durch 70.000 geteilt durch 18 Leute? Wie viel sind das? Moment, die Regie guckt nach. 70.000. Warum eigentlich durch 18? Was ist mit den anderen beiden? Kriegen die nicht auch das Geld? Oder kriegen die jetzt kein Geld? Doch. Kriegen die kein Geld. Also durch 20 wären es 3.500, durch 18 wären es 3.888, Periode 8. Das heißt fast 4.000 Euro mehr pro Kopf. Dafür müsste Valentina einen Monat arbeiten gehen. Ist voll schlecht. Was ist, wenn er doch nicht mein Perfect Match ist? Dann stehe ich hier da wie so ein Depp. Das tust du jetzt schon? Ich empfinde viel für ihn. Ist einfach so, dazu stehe ich. Es ist doch echt egal, ob da so ein Brrr dran kommt oder nicht. Ich glaube, Aurelia hat einfach davor Angst, dass er es einfach, dass die Hugo es nicht ernst meint. Ja, aber, also erstens, er meint es nicht ernst und zweitens würde er es nicht ernster meinen, nur wenn da steht Perfect Match. Und wenn doch, dann finde ich das auch sehr bedenklich. Also die hat ihren Charakter für Geld verkauft, Alter. Das verstehe ich jetzt auch nicht, warum die sich immer da auf diese Geldsache so... Ihr seid doch alle da, um das Geld zu gewinnen. Eins muss man ihr zulassen. Also, die war mutig. Und Jogo nimmt sogar jetzt sie noch in Schutz. Insgeheim freut Jogo sich jetzt hier zu sein. Deswegen wahrscheinlich. Digga, sag mir nicht, dass du dich insgeheim ein bisschen freust. Nein. Da haben wir die Antwort. Da geht es sicher, dass ich mich freue, andere Frauen hier drin kennenzulernen. Aber... Letztendlich kann echt sein, dass ich mich mit einer noch besser verstehe als mit Aurelia. Dieser Typ, ey. Ich habe einfach wirklich Angst, dass ich wieder hier verletzt werde und ich habe da keine Lust drauf. Ist nicht schon zu spät? Du weißt, dass ich immer für dich da sein werde, okay? Versprochen, okay? Egal, was passiert. Joshua, vielleicht das Perfect Match von Aurelia? Das haben ja sehr viele geschrieben. Zu viele Probleme, Aurelia, für dich, oder? Es wird noch mehr Probleme geben. Warum denn? Okay, du kannst kennenlernen, aber wie kennenlernen? Reden. Da haben sich zwei Schlawiner gefunden. Melina und ich sind einfach hellhörig. Wir hören alles, was hier passiert im Haus. Und so auch das Gespräch zwischen den beiden. Hey, du vielleicht auch nicht zu viel, Melina. Vielleicht ist nicht. Das kann sein. Deswegen habe ich ein bisschen angefangen, mit Sarah zu reden. Ja, aber reden kann man, oder? Ja, aber ich habe auch nur zu sehen, wir können ein Match sein. Das heißt nicht, dass ich mit der was machen muss. Aber ich könnte mit der matchen. Man muss ja alle kennenlernen, um herauszufinden, who is it? Ich habe gerade an der Tür gelauscht. Das erinnert mich so an Schulzeiten. Ich habe irgendwie gesagt, die können sich nicht sicher sein, die müssen auf jeden Fall noch weiter gucken. Und Tommy meinte was mit Sarah. Tommy will Sarah irgendwie. Ja, mit ihr reden. Und sie können sich auch nicht sicher sein, weil dann noch nicht Perfect Match stand. Boah, der lügt von vorne bis hinten. Der hat zu mir gesagt, kein anderer interessiert den. Hat der auch... Oh, Mann.
für einen Lügenbold. Aber so funktioniert doch das Spiel auch ein bisschen. Ja, das macht mich halt sauer, weil ich einfach nicht gerne angelogen werde. Ich glaube, niemand wird gerne angelogen. Nochmal, es hat nichts mit Eifersucht zu tun. Und mit Jill und mit Vanessa und keine Ahnung, was da auch geredet wurde. Ich habe doch alles gehört. Wer ist Vanessa? Das frage ich mich auch gerade. Du Elendiger! Wer ist denn Vanessa? Ja, aber der hat das wirklich so gedacht. So, nein, hier ist keine Vanessa im Haus. Was willst du jetzt? Beide, ne? Ihr seid beide solche Lügner. Ach so, Vanessa. Alter, verpasst. Ach, Vanessa. Ja, okay, sein Grinsen nach wusste er genau, wovon sie reden. Digga, das war komplett unnötig gerade von den zwei. Ja. Wieso sagt sie, wir sind solche Lügner? Wir haben doch nichts gemacht. Wird jetzt zur Rede gestellt. Redet vielleicht ein bisschen leiser überall. Über was? Komm, Tommy, bitte packt eure Sachen und geht. Kannst du wenigstens sagen, worum es geht? Du hast gesagt, du willst auch Sarah kennenlernen, mit ihr reden! Ich hab nicht gehört, was ihr hier gesagt habt. Was hab ich da gesagt? Komm, schrei mich nicht an. Der hat nicht geschrien. Hey, was hab ich da gesagt? Schrei mich nicht. Ich schrei nicht. Doch, du schreist mich an, erheb nicht deine Stimme. Was hab ich da gesagt? Das ist jetzt meine neue Streittaktik. Einfach immer sagen, schrei mich nicht an, auch wenn die Person gar nicht schreit. Was hab ich da gesagt? Ja, sie sollten jetzt nicht so sicher sein. Gerade du. Ja, Sarah finde ich auch, ist eine super Option. Ich lerne ihn näher kennen. Checkst du das nicht? Es ist mir, guck mal, du kannst dir sagen, ich will die und die und ich die kennen, gesagt, aber sag doch nichts, Sarah, gar nicht, von Anfang an habe ich gesagt, an. Ich schreibe doch überhaupt nicht. Wenn die Argumente ausgehen, schreib mich nicht an! Ich hab, und dann mit dieser Vanessa? Sei doch wenigstens ehrlich, Mann. Ich bin ehrlich. Anscheinend hatte der was mit der bei Ex on the Beach. Melina hat das Format anscheinend nicht gesehen, ich auch nicht. Ich weiß, dass Vanessa reinkommt. Ich weiß, dass du was mit ihr hattest. Hier wird halt viel geredet. Dass die das wissen? Spannend! Weiß ich nicht. Warum hat Henrik das gemacht? Bin ich Henrik? Ja. Bin ich deine Ex-Freundin. Aber trotzdem. Henrik war niemals ihr Freund. Ich hab hier keinen Bock auf so einen Scheiß Love Island Kacke. Ja, total. Die ist noch ein bisschen traumatisiert, habe ich das Gefühl. Ich kann es nicht mehr. Das solltest du auch dir nicht mehr geben. Ich hab keinen Bock, dass ich mich auf jemand einlasse und der mich einfach stehen lässt für jemand anderes. Und ich kann das nicht mehr. Dann. Bitte geh weg von Diogo. Ich habe einfach vor diesem Szenario Angst, dass ich hier mit Diogo bin und meine Gefühle werden immer größer für ihn und dann kommt diese 11. Frau rein und die beiden haben was miteinander und ich stehe am Ende wieder angeschmiert da. Würde ich das Skript für die Sendung schreiben, würde ich so machen, wie Aurelia gesagt hat. Ich hätte doch gesagt, dass ich mag, dass wir das von vornherein fand ich gut. Also nicht, weil ich Aurelia nicht mag und sie, ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste, aber spannend. Dramatisch, krass wär's. So, sind wir uns trotzdem sicher, dass das werden könnte? Ich schon. Nein. Nein. Diese Szene. Das ist so richtig enttäuschend. Sind wir uns trotzdem sicher, dass es was werden könnte? Sie hofft, dass er so sagt, so, ja. Und er so, nein. Oh Gott. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Signale braucht sie noch? Ich weiß aber nicht, ob ich eine Beziehung mit ihr will. Ganz einfach. Wenn du es nicht weißt, dann ist die Antwort nein. Du willst es nicht. Also Melina gesagt, dass du nur mit Sandra Sex hattest. Ich hab gesagt, ja, Sandra. Von Vanessa war nie die Rede. Ja, Vanessa ist der zweite Name von Sandra. Vanessa. Diogo hat sich verplappert. Ich habe auch so gefragt. Ich so, ich hoffe, es wird alles gut. Sie so, was? Ist alles gut? Ich so, nee, nee. Sie so, doch, doch. Ist alles gut für mich. Das bei Melina ist doch immer alles gut. Sie ist nie sauer. Sie ist nie eifersüchtig. Ist alles cool. Ja, sie ist eine Frau. Sie ist sauer. Also sie sagt zu uns, sie ist nicht sauer. Aber natürlich ist sie sauer. Genau. Leider muss ich Ihnen recht geben. Auch wenn ich so Klischee-Denken nicht mag. Aber bei Melina trifft es jetzt in dem Moment echt gut zu. Erinnere ich mich wieder, wieso ich Single bin seit so langer Zeit. Er betont sehr oft, wie lange er schon Single ist. Geht's nicht mehr zu der Melina. Ich habe es letztes Mal schon gemacht, ich bin zu ihr hingegangen. Jetzt reicht es ihm. Es werden wieder Taktiken besprochen, wie die nächste Matching Night ablaufen soll. Warum wollt ihr nicht, dass wenn wir uns einfach mal anders hinsetzen? Ist ja nicht schlimm. Wenn wir einfach mal alles umändern, vielleicht gehen dann 7 Lichter an. Ist ja nicht schlimm. Eugen ist anderer Meinung. Das ist nicht schlimm. Dass ihr eine andere Meinung habt. Aber warum denkt ihr, dass Salvatore und ich ein Perfect Match sind? Weil Salvatore das annimmt. Dass ihr Perfect Match das tut er, das ist Show. Also ganz ehrlich, wenn Salvatore und Valentina ein Perfect Match sind, dann verliere ich aber den Glauben wirklich an diese Sendung komplett. Aber ihr sagt doch die ganze Zeit, ihr wollt als Gruppe denken, schließt genau. Aber andere aus, die eine andere Meinung haben. Richtig. Ja, irgendwie ist so lustig manchmal. Richtig. Mit dummen Menschen zu diskutieren, ist so wie mit Beton zu vögeln.
weil du kriegst den nicht rein. Da wird er nur stumpf von. Denkt man sich solche Sprüche vorher aus? Legt man sie sich so zurecht? Du bist richtig Gift für die Gruppe. Ja, du bist es auch. Was ist nochmal? Richtig Gift für die Gruppe. Und so eine Frau möchte ich natürlich nicht haben. Aber es ist Perfect Match auf jeden Fall. Und was ist er nochmal? Ekelhafte. Ich weiß dir, das ist so Gift für die Gruppe. Die beiden sind so süß, ne? Valentina und Jill sind so. Eine sagt, der ist Gift für die Gruppe. Sie so, ja ey, der ist voll Gift für die Gruppe. Ich weiß auch, was ich will. Aber ich weiß nicht, ob ich etwas Ernstes mit dir will. Oh mein Gott, Yoga ist auch Gift für Aurelia. Aber es steht jetzt gerade gar nicht zur Debatte, ob man irgendwie jetzt eine Beziehung anfängt oder man ist ja noch nicht mal, man ist vielleicht in der Richtung, ja, oder ob man auf was so Ernstes. So. Warum steht das nicht zur Debatte? Verstehe ich gar nicht. Nein, noch nicht mal da, weil das viel zu früh ist. Jetzt hast du auch gerade gesagt, weil es zu früh ist. Die machen nichts anderes, als sich den ganzen Tag kennenzulernen. Du kannst nicht nach einer Woche sagen, ich will eine Beziehung mit dir. Dafür kenne ich dich doch richtig, nicht. Richtig, guck mal, jetzt widerspreche ich dich wieder. Aber du sagst wieso doch, widerspreche ich mich? Ich weiß, ich will das mit dir. Ja, okay, man kann vielleicht nach einer Woche das nicht sagen, aber man kann doch... Oh. Nee, ich habe auch keine Lust, jetzt immer zu erklären, wie Beziehungen zu funktionieren haben. Wenn einer die ganze Zeit rumdruckst von Sekunde 1, dann wird es nichts. Sag doch nicht, ich will nur dich. Ich will ja aber niemand anderes kennenlernen, also will ich ja nur dich. Ich kann nicht mehr. Ich will auch wieder mit dir cool sein, ich will mit dir lachen, ich will mit dir normale Gespräche führen. Einfach, dass wir jetzt chillen, einfach Ruhe einkehren lassen. Als ob bei denen jemals Ruhe einkehren wird. Danke, dass du mal endlich mal kapierst, was ich meinte vor ein paar Tagen schon. Ja, ich hab's aber vor ein paar Tagen nicht eingesehen. Du solltest es auch immer noch nicht einsehen. Der Diogo ist einfach so, wie er ist und vielleicht reicht mir das nicht. Okay, die Richtung mag ich mehr. Jetzt hat der Tommy ihn komplett abgeschossen. Tommy reicht Melina auch nicht. Oder Melina reicht Tommy nicht? Die tanzt, die haben so einen getanzt, der guckt die so an und so. Aber noch mal kurz, Melina ist nicht eifersüchtig. Es ging mir nicht um Valentina selber, sondern einfach die Tatsache, ich kann mich nicht über einen Menschen abfacken und dann zu diesem Menschen gehen und einen auf alles gut machen. Es sah aber auch nicht so aus, als ob der Tommy zu der hingegangen wäre, sondern der wurde irgendwie von der angetanzt. Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so ein... Keine Ahnung, irgendwie hat sie schon recht, aber irgendwie... Kann man sie auch nicht recht machen. Ich kümmere mich vor solchen Charakterzügen. Das zeigt einfach, dass ich recht hatte. Charakterzügen. Bisschen viel, oder? Sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist das Thema mit Tommy und mir Geschichte, ja. Das war eine sehr kurze Geschichte. Alles, was ich mache anscheinend, ist falsch. Das ist einfach, ja. Stimmt ein bisschen, ne? Also ich will den Tommy auch nicht zu sehr in Schutz nehmen, weil ich glaube, der ist echt auch... nicht der ehrlichste Typ, aber... Mit Melina hat das auch echt nicht einfach. Ich stand da, die ist zu mir gekommen. Was soll ich machen? Weggehen. Aber ich finde, das ist einfach ein Move. Das ist deine Sache, aber ich mag so einen Move nicht. Das liebe ich auch immer, dass die immer so argumentieren, so, ey, du kannst machen, was du willst, das ist deine Sache. Aber ich bin jetzt stinksauer! Okay. Und du lügst mich an und schiebst es darauf, dass du es nicht weißt. Was nicht weißt? Jetzt kommt's zur Sprache. Ich habe dich gefragt, mit wem hattest du Sex bei Ex on the Beach? Und hattest du auch was im Fernsehen? Meinst du? Warst du auch im Chaka Chaka Room? Ich war mit Sandra, ja. Er hat schon auch so ein bisschen Konter, glaube ich, verdient. Du hättest mir sagen können, oh, ich hab da 10 Frauen weggemacht. Es wäre mir scheißegal gewesen. Wirklich? Ich frage dich genau nach einem Punkt und du lügst mich an. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er gesagt hat, ich hatte nur mit Sandra was und, oder sie nachgefragt hat und sonst noch jemand oder gesagt hat, nein, nur Sandra. Das wäre für mich eine Lüge. Er hat aber das schon auch verheimlicht. Er hätte sagen können, ja, mit Sandra und Vanessa. Das war ihm halt, glaube ich, peinlich. Vielleicht hat er auch gewusst, dass die Vanessa reinkommt. Dumm von ihm war es auf alle Fälle. Warum hast du es nicht einfach gesagt? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Warum? Ich habe daran nicht gedacht. Wo hast du mit das komplette Vertrauen, was ich zu dir hatte, weggetreten? Und es war schon sehr wenig Vertrauen von Anfang an. Das heißt, du willst... überhaupt nicht mehr kennenlernen, nichts. Ich denke darüber nach, aber ich habe meinem Leben zu oft Leuten zu viele Chancen gegeben. Es waren so Kleinigkeiten wie gut, jetzt. Vielleicht hat sie auch wirklich schlechte Erfahrungen damit gemacht und deswegen ist sie da sehr kurz angebunden. Oder ist nicht viel Spielraum, sage ich jetzt mal. Auch in Ordnung. Ich will nicht mehr angelogen werden. Und du lügst mich an. Ich will auch nicht angelogen werden. Und ich frage mich, warum?
Ich bin allgemein der letzte Mensch, der anlügen muss. Und du lügst mir einfach kackendreist in die Fresse. So viele Emotionen bei Melina. Aber es ist, noch mal kurz, es ist keinerlei Eifersucht im Spiel. Das habe ich mir auch gedacht danach. Wieso ich denn nicht gesagt habe, sofort dann. Sehr viele Gefühle kommen da hoch. Ich hoffe, die beiden finden noch zueinander. Aber jetzt ist erstmal Matching Night. Dank mich gibt es 250.000 Euro zu gewinnen. Dank dich, Valentina. Supi. Es ist leider Gottes eine eklige, egoistische und die abtörende Facette, die Valentina in sich trägt, meines Erachtens. Puh, ich dachte, Gott sei Dank spricht über sich selbst. All inclusive. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass sie mein Perfect Match ist. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch die Valentina auch heute und hier und jetzt wählen. Da kann ich nur wie die Kati lachen. Bist du happy, dass Joshua dir nochmal die zweite Chance gibt nach deinem krassen Favorit? Auf jeden Fall. Wirklich? Ja, oder? Mensch, Joshua, danke. Joshua kommt auch nicht super weg bei der Sendung, oder? Oh Gott, Joshua, ich hoffe, du bist jetzt nicht eifersüchtig, dass Sarah das iPad angefasst hat. Ja, ist noch in Ordnung. Komm, geht noch so? Okay. Oh. Jesus Christ, Gott sei Dank. Danilo, du bist der Nächste. Melina, komm bitte nach vorne. Was ist das? Wieder jemand, der sich nicht dran hält. Melina, du siehst nicht happy da aus. Nee, ich bin ein bisschen verwundert, aber... Okay, du bist verwundert. Alles gut. Ich sag mal so, hätte Valentina jetzt wieder jemand anders gewählt, anders als ausgemacht, oder Jill, da wären alle auf die Barrikaden gegangen. Bei Danilo ist okay. Das war eigentlich nicht der Plan. Eigentlich war ausgemacht, dass er Jill wählen soll. Naja, schwamm drüber, oder? Du warst ja auch noch sauer auf Tommy. Ja. Warum, genau? Weil er mich angelogen hat. Was sagt Tommy dazu? Ich hätte sagen sollen, ja. Guck mal, ist doch eigentlich ein Sorry. Ist ja alles neutral, ich bin ja nicht sauer, ne? Okay, gut, dann lockt euch mal ein. Ist ja alles neutral, ich bin ja nicht sauer. Das ist mein neutrales Gesicht. Ich bin nicht sauer. Diesmal nicht als Letzter. Alex! So geknickt? Ja, sind wir hier immer bei Rudis Restaurant, oder? Alex ist auch dabei. Guck mal hier, der Finger. Den kenne ich. Kennst du, den, ne? Kenne ich. Den benutze ich auch oft. Ich habe ihr eigentlich nur gezeigt, dass ich hier was Blaues am Finger habe. Alex ist so ein witziger Mensch. Was jetzt aber nicht so witzig ist, ist die folgende Szene. Nee. Oh, Mann. Was ist das denn? Jetzt kommt auch eine. Das Terror-Tablet von Ex on the Beach hat zugeschlagen und verkündet eine neue Kandidatin. Vanessa! Alles klar. Jetzt kriegen die Frauen ein bisschen Arschwasser. Danke für die kleine Einschätzung. Was ging denn bei Ex on the Beach mit Tommy und Yogo? Das, glaube ich, können wir dann später vielleicht in Ruhe besprechen. Das machen wir jetzt. Ja. Yeah. Mit Yogo nicht ganz so viel. Mit Tommy ein bisschen mehr. Das klingt sehr vage. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Vanessa entscheidet sich jetzt für Jamie. Du warst ja bis jetzt eigentlich so ein bisschen unglücklich mit den Frauen. Vielleicht passt das ja mit Vanessa jetzt. Das wäre doch ja, super. Ja, man wird sehen, ne? Also ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht. Siehst du? Ein toller Anfang. Die neue Person hat natürlich jetzt unsere Variable ins Unermessliche geschossen. Der Taktiker selber muss jetzt erstmal kurz nachrechnen, muss ich kurz zurückziehen, nochmal 30, 40. Die Variable ist neu. Oh. Aber wir haben viel Lichter immerhin. Es ist, ich sag euch, viel Arbeit. Ich bin so froh, dass wir ihn dabei haben. Einer, der wenigstens die Arbeit macht. Schau mal, das war halt so, er hat halt so das Blaue vom Himmel erzählt und was halt dies, das, jenes und Family vorstellen und lauter Scheiß halt. Tommy hat Vanessa ganz schön verarscht. Also erstmal wurscht, der interessiert mich genauso viel, wie wenn eine Kokosnuss vom Baum runterfällt. Nämlich gar nicht. Cheers! Auf mein Geburtstag auch nochmal, ne? Mein Herz! Valentina muss einfach selbst sagen, auf meinen Geburtstag nochmal, ne Leute? Happy Birthday! Happy Birthday! Nee, keiner? Gut. Ja. Du, soll ich jetzt heulen oder was? Wie geht's denn? Komm, leck mich doch am Arsch. Yogo und Vanessa kennen sich schon von früher. So, auf den ersten Blick dachte ich mir, wow, hübsche Frau, passt, ne? Und dann haben wir in den anderen Tagen bis heute nur diskutiert. Er bringt sie mal so auf den neuesten Stand. Genau heute sind wir aufeinander gekommen, dass sie verstanden hat. Heute hat sie verstanden, dass es vielleicht keinen Sinn macht. Sie hat verstanden, dass du einfach ein Idiot bist.
Du immer mit den Chicas. Er ist ein Schwätzer, er ist ein Fuckboy, dem ist alles scheißegal, Hauptsache ihm geht's gut. Ich hab das nicht gesagt, das hat Kathi gesagt, aber ich lass mal so stehen, oder? Der spielt hier nur eine Show und die habe ich durchschaut. Ich auch. Dass quasi bei euch nichts mehr läuft. Also, so hat sich das tatsächlich angehört. Und Kathi geht gleich mal zur Rede und erzählt ihr das. Das ist so ein Schauspiel, das ist unfassbar. Da waren ihre Ohren nämlich ausnahmsweise mal nicht überall, aber dafür hat sie Kathi. Und jetzt denke ich mir halt echt, warum hat er das runtergefahren, weißt du? Ja. Weil er das wusste? Na, ich sag mal so, wenn Aurelia wusste, dass Vanessa reinkommt, dann wusste das Diogo aber auch sowas von auch. Und weil er ihr lieber nochmal eine zweite Chance geben will? Mhm. Weil er wollte ja mit ihr zusammen sein, ne? So sind die Gerüchte. Aber weißt du was? Oh Mann, ich habe das gerade so durch Tür und Angel mitbekommen. Mhm. Finja, die ja bei Ex on the Beach bei der Staffel mit Diogo dabei war, bestätigt das. Diogo halt meinte, Vanessa wäre die einzige Frau, mit der er sich eine ernsthafte Beziehung vorstellen könnte. Mhm, warum sind sie noch nicht zusammen? Als ich mit Vanessa nach Ex on the Beach geschrieben habe, hat sie aber gemeint, ja, das würde stimmen, dass Diogo das gesagt hat. Sie würde sich aber mit Diogo keine Beziehung vorstellen können. Tja, nur einseitiges Interesse. Komm mir irgendwie bekannt vor bei Diogo, nur andersrum. Ich weiß, dass die kurz vor der Show was hatten. Und du musst jetzt nicht strunzdumm sein und eins zusammenzählen, dass die besprochen haben, wenn wir hier reingehen, machen wir einfach so ein bisschen Show. Könnte sein, könnte sein. Entweder jemand will mich oder man will mich nicht, aber das, diese Spielerei und so, das mache ich nicht mehr mit. Aber jetzt auch bitte nach den Worten Taten folgen lassen. Muss ich sagen, bin ich gerade echt ein bisschen stolz auf mich, dass ich das jetzt früh genug erkannt habe. Wenn es jetzt wirklich so weitergeht, dann bin ich auch wahnsinnig stolz auf Aurelia. Ich bin mir zu 90% sicher, dass die mich am Ende mit Diogo und ihr dahinstellen. Und dass ich am Ende leer ausgehen werde. Das wäre krass. Denn jetzt ist ja eine Frau zu viel. Das heißt, eine Frau wird übrig bleiben und kein Geld kriegen. Vanessa ist halt schon sehr mein Typ. Vanessa und Aurelia sehen sich auch wahnsinnig ähnlich. Ich habe mich mit Vanessa noch nie gestritten. Wir hatten noch keine Diskussion. Ja, dann bummst die doch. Ach, Moment, hat er ja schon, oder? Ich bin froh darüber, dass Aurelia heute verstanden hat, dass wir eigentlich nicht zueinander passen. Das war nicht das Gespräch. Hat er ein anderes Gespräch geführt, was wir nicht gesehen haben? Ich sage immer, Diogo ist irgendwie wie so ein Snack. Jeder weiß, dass es nicht gut ist und dass man es danach bereut. Aber man will irgendwie trotzdem mal abbeißen. Was ein Vergleich. Ich will einfach fragen, wie ihr zueinander steht, weil ich weiß, dass ihr vor der Show. Also Diogo und ich, also wir kennen uns länger, wir kannten uns schon vor Ex on the Beach quasi. Das finde ich aber auch richtig gut, dass Aurelia das Gespräch sucht, um direkt das mal alles hier zu klären. Aber wir hatten nichts miteinander, wir sind einfach gut, ich verstehe mich super gut mit ihm. Was bedeutet dieses super gut? Ich denke halt, wenn ich was mit ihm haben wollen würde, oder dann hätte ich das halt schon längst haben können, weißt du, wie ich meine? Ja, er hat halt gesagt, ihr hattet was. Weird. Nee, also zwischen Diogo und mir lief nie was, wir verstehen uns extrem gut, wir sind gute Freunde. Warum soll sich das Diogo ausdenken? Sagt er halt einfach nur für dich selbst. Ich kenne den Diogo. Mhm. Diogo ist halt einfach ein Fuckboy. Also das war er bis jetzt immer. Wie gut kennt sie ihn denn? Er sagt da, also das ist wirklich ein Tipp von meinem tiefsten Herzen. Mhm. Fixiere die wirklich nicht drauf. Ich weiß. Also wirklich, ich sag, deswegen sage ich da meine Liebe. Attenzione. Attenzione, sage ich auch. Wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, ich hätte auf mein Wort gehalten. Ich bin ein Ehrenmann, ich stehe zu meinem Wort und wäre bei dir geblieben. Vielleicht kann er ja das nochmal in Zukunft beweisen. Ich bin gerade einfach dabei, mich emotional ein bisschen von Diogo zu entfernen. Einfach, weil ich merke, dass das besser für mich ist. Schütz dich selbst. Du sagst, ihr hattet was vorher, sie sagt, ihr hattet nichts. Ach so, das ist für mich halt auch widersprüchlich so, ne? Ist super weird. Das finde ich halt komisch, aber das ist eure Sache, das geht schon nichts an. Wie reflektiert die Aurelia ist? Ich lieb's. Wäre ich dir einfach sehr dankbar, wenn du mir einfach nicht meine Zeit verschwendest. Oh, das sind klare Worte. Also ich weiß ganz genau, was passieren wird. Safe, bin ich mir ganz sicher. Nein, wir werden am Ende da zu dritt stehen. Doch, 100%. Nein. Wenn das wirklich am Ende so ausgeht, dann fände ich das richtig krass, dass sie das schon so früh vorher gesagt hat. Weißt du, was ich glaube? Ich sag dir ehrlich, ist zu 100%. Was glaubt er zu 100%? Ich glaube, Vanessa ist mein Perfect Match. Eine andere Freude dran. Er glaubt von sich selbst. Das ist so ein geiler Stecher, ist, dass zwei Frauen sein Perfect Match sind und Aurelia nicht plötzlich. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Vorhin war ich noch zu 99% sicher. Jetzt auf gar keinen Fall. Eine andere Frau, irgendeine.
Mir egal wer, aber nicht du. Wir denken, wir sind perfekt Match, wir werden es aber nie erfahren. Nur weil ihr es in der Matchbox nicht erfahren habt, werdet ihr es doch am Ende erfahren. Nein, ich wollte nur so sagen nochmal, es tut mir leid, dass ich das mit dir so gemacht habe. Tommy hat ein schlechtes Gewissen. Ich finde einfach, du bist eine tolle Frau und alles und ich will halt nicht mit dir im wie sagt man, Schlechten sein, weißt du? Ja, danke für die Entschuldigung. Das war's dann auch schon. Okay, ja. Danke. Darf ich auch was dazu sagen? Ja. Jetzt geht's los. Also Tommy, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin von dir als Person sehr enttäuscht. Mhm. Bin einfach enttäuscht von dem, was ich auch nach der Show gehört habe. Erzähl es uns! Weil du anscheinend gesagt hast, hättest du gewusst, dass ich halt bekannt bin in Deutschland und halt viel mit Zeitung und Presse und so weiter zu tun habe. Das ist so. Und dass ich halt sehr viel Reichweite habe und so weiter, dass du dann aber besser mit mir rausgegangen wärst aus der Show, anstatt mit der Sandra. Sie hat sehr, sehr, sehr viel Reichweite, Leute. Jeden Tag erfähre ich was Neues. Anscheinend will ich in der österreichischen Magazine und Presse sein. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier glauben soll, den Gerüchten oder dem, was Tommy sagt. Ehrlich, das ist überhaupt nicht, was mich interessiert. Ich brauche das echt nicht. Es kommt relativ ehrlich rüber, aber ich bin einfach von dir aus Mensch enttäuscht, weil ich wusste aber einfach, dass du so bist, dass du ein Fuckboy bist. Sie scheint sehr enttäuscht von ihm zu sein, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er uncool zu ihr war. Ob er wirklich gesagt hat, dass er Fame von ihr abgreifen wollte, sei mal dahingestellt. Da wird nie, nie, nie mehr wieder irgendwas im Leben laufen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gut. Die sind wohl kein Perfect Match. Geil, wir gewinnen das Spiel heute und gehen in die Matchbox. Melina ist hochmotiviert. Wenn du es nicht bist, glaube ich mich nicht mehr neben dich zu setzen. Ja, und sonst verändert sich gar nichts in meinem Leben. Ich brauch's einfach nur nicht mehr, meinen scheiß Arsch neben deinen scheiß Arsch zu setzen. Mir was vorgespielt hat und aber gleichzeitig bei ihr war. Weißt du, dieses auf zwei Partys tanzen. Ja. Und gestern hat er sich halt entschuldigt für das, was er gemacht hat. Die beiden tauschen sich aus. Wieder ein Spiel, also dasselbe wieder machst, obwohl du halt draußen jemanden hast. Hat sie gerade gesagt, dass Tommy draußen eine Freundin hat? Ich sag dir ehrlich, wenn jemand verkauft, rass ich maximal aus. Okay. Okay. Jetzt wird erstmal gespielt. Was für ein tolles Spiel, oder? Das war ja eigentlich, wenn man so die Technik verstanden hat, war das jetzt nicht so schwer. Ja, und dann Baby, gib ihm. Diesen Anblick von Eugen liebe ich sehr. Der darf auch mit Finja auf ein Date. Und Melina und Tommy. Langsam Zeit, dass Finja und ich ein Date bekommen. Ich hab richtig Bock, so was Geiles zu machen. So Jetski zum Beispiel. Die sind mitten im Land und er denkt sich, die fahren jetzt Jetski? Das fühlt sich an wie so haarige Möpse. Die dürfen nämlich ein paar Ziegen melken. Ich persönlich konnte mir das nicht angucken. Ich fand es richtig weird. Ich würde das auch nicht machen. Wir sind jetzt irgendwie nicht zusammen oder so, aber wir haben uns hier in der Villa kennengelernt, anders kennengelernt. Wir hatten beide voneinander ein ganz anderes Bild. Die scheinen sich gefunden zu haben. Ich hoffe mal, dass sie auch wirklich ein Perfect Match sind. Weißt du, wie komisch das sein wird, wenn wir heute in diese Matchbox gehen? Finja denkt immer schon ans Ende. Ich auch. Aber ich denke darüber nach, was ist, wenn es dann nicht steht. Okay, dann steht da No Match, rotes Licht geht an. Ja, dann ist es voll komisch. Warum? Da steht irgendwas zwischen uns. Nur wenn du etwas zwischen euch stehen lässt. Wer sagt das? Kannst du jetzt aufhören, so dir Filme zu schieben oder wie sehe ich das hier? Nee, kann sie leider nicht. Warum zweifelst du dann so krass? Das macht Spaß dann, ne? So Drama? Nee. Ja, was denn? Ja, macht schon Spaß. Boah, irgendwie muss ich gerade weinen. Ist die Sternzeichen Krebs? Irgendwie verunsichert mich das total. Die ist ein Krebs von Sternzeichen, oder? Oh Mann, ich bin viel zu emotional. 100%. Wer auch ganz emotional wird, das ist unser Salva. Damit ich auch für mich auch weiß, okay, macht das Sinn. Du gefällst mir auf jeden Fall. Und ich finde, dass wir da, also ich hab Lust, da mich mit dir weiterhin ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich habe das Gefühl, der klammert sich auch an den letzten Strohhalm noch, oder? Ich habe hier keinen Anschluss mit gar keiner einzigen Frau. Und jetzt ist da irgendjemand da, der mein Feuer weckt, wo ich auch ein bisschen Interesse habe. Ich glaube, ihr Feuer ist aber halt leider nicht geweckt. Also, Tommy verstellt sie ganz sicher. Ja, der ist nicht so, wie er halt ist hier. Die redet nämlich nur noch über den Tommy. Aber das hat sie halt einfach da drinnen so ergeben, ja, weißt du, nein? Auch so Sex vor der Kamera und so weiter. Ja, also ich erwarte ich auch selber genau, nicht. Also ich bin ja auch ganz entspannt. Das erwarte ich nicht. Musst du wegen mir? Musst du nicht. Ja, danke, Salva. Danke, dass ich mitreden durfte. Also nicht, ich bereue es nicht, weil ich bereue nichts im Leben. Ich auch, aber es war halt ein Fehler, weil es halt er halt war.
soll. Und ich auch nicht. Wir sind so gleich, oder? Sollen wir uns jetzt küssen? Ist ja gerade nicht so rosig, ne? Zwischen den beiden nicht. Na, egal, ob ich Match oder nicht Match mit dir bin, ich würde mich trotzdem nur auf dich konzentrieren. Langsam denke ich, es wäre besser, wenn nicht. Zweite Chance hat man eigentlich schon verdient. Aber nicht, wenn man gelogen hat. Aber Melina ist nicht sauer. Ist alles ganz neutral. Es war ja wirklich eine unnötige Lüge, weswegen ich auch schon mal gar nicht verstanden habe, warum man dann lügen muss. Gut, man kann aber auch irgendwann mal auch weitermachen mit. Entweder man lässt es sein oder you move on. Aber so dieses Dazwischen finde ich nervig. Nee, für kein Geld der Welt wird heute verkauft. Gar nicht. Sicher? Heute wird verkauft! Natürlich nicht. Natürlich nicht, nur Spaß. Sehe ich so aus, als ob ich lache? Ich kann jetzt gar nicht mehr unterscheiden, wann Melina lacht, wann sie sauer ist, wann sie glücklich ist. Das ist alles irgendwie gleich. Aber du hast mir heute das erste Mal gesagt, dass du Angst hast, dass ich irgendwas für Show mache. Er ist auch ein kleiner Showman. Du lässt Nähe zu, würdest mich aber niemals irgendwie anfassen oder ne, bla bla. So. Jetzt gehen wir der Sache mal auf den Grund. Stehen wir auf dieser Straße, wo wir warten, um aufs Date zu gehen und du haust mir auf den Arsch. Das hat doch keiner gesehen. Und jetzt hat sie es erzählt. Ist ja nichts Schlimmes dabei, ne? Wenn er das auch in der Villa machen würde, wenn die Kameras an sind. Verstehe, warum sie das sagt. Ich will nicht verletzt okay, werden. Okay, dann lern einen anderen kennen. Fertig. Wieso? Weil ich mir sowas nicht sagen lasse. Eugen, tu doch nicht so, als ob du Mr. Perfect wärst. Du kannst dich doch auch mal selbst reflektieren. Guck mal, ich werde dich absolut nicht mehr anfassen. Fertig. Hä? Der hat überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Es geht ihr darum, dass er sie auch in der Villa anfassen soll. Und nicht nur hinten, wenn es keiner sieht. Sie versteht nicht, was er wirklich für Intentionen hat. Wenn er sich einmal so hinter der Kamera so verhält und vor der Kamera anders. Ich habe einfach keinen Bock darauf. Setz dich bitte hin und fuchtel nicht, weil die anderen gucken. Es ist doch egal, ob die anderen gucken. Hör auf damit, Alter. Die anderen gucken. Eugen, sei doch nicht 10 oder 11 Jahre alt und kümmere dich darum, ob die anderen gucken. Es geht hier um die Gefühle deiner Person, die du eigentlich sehr magst. Ist doch scheißegal, ob andere Leute gucken oder nicht. Warum sagst du sowas? Erklär ich dir. Hör mal, wisch dir deinen Trink weg. Ey, Eugen, weißt du, was gerade passiert ist? Der Eugen ist mir so krass unangenehm gerade. Es geht gar nicht, sein Verhalten. Okay. Boah, das war so ein falscher Zeitpunkt, Junge. Ja, sorry. Ihr braucht ja nicht bei dem entschuldigen, der hat selber schon so reingeschissen. Junge, wenn ich irgendwas für Show machen will, dann gehe ich oben im Fickraum und drehe irgendeine Olle von hier nach links nach rechts. Ich glaube auch nicht, dass er es für Show machen will. Ihm ist es nur wahnsinnig wichtig, wie er nach außen hin wirkt, was andere Leute von ihm denken, was wir ja obviously gerade gesehen haben. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Dass alles immer korrekt ist, dass niemand wegen ihm weint und so weiter und so fort. Aber ich glaube, damit steht er sich komplett selbst im Weg, lässt keine richtigen Gefühle zu. So, du musst auch mal loslassen und scheiß drauf, was andere Leute denken. Wirklich. Ich bin der Einzige, der so immer in der Nähe kommt von Steffi oder sie lässt mich am meisten dran. Ach, Steffi ist übrigens auch noch da. Ich bin hier, um mein Perfect Match zu finden und ich gehe da halt so voll und ganz in die Offensive. Wie sieht das aus? Wir gehen einfach jetzt hoch, du und ich. Einfach hoch, keiner kriegt es mit. Ist mir weiterhin wahnsinnig unangenehm. Manuel und ich haben uns einfach gut verstanden. Und ja, dann kam es halt zum Kuss, ne? Ich meine, warum nicht? Und das verstehe ich nicht. Wie kann es eine Ecke geben, wo wir den Kuss nicht sehen? Mhm. You like it? No. Kuss zwischen Manu und Jill habe ich nicht gesehen. Wir auch nicht. Ekelhafter kann man nicht sein, ne? Was meinst du jetzt mit ekelhaft sein? Ja, wenn man so 5 Männer am gleichen Tag haben möchte, dann ist das ja gar kein Ding. Bist du neidisch? Nee, ich find's nur ekelhaft und billig. Ach, Steffi, wir sind doch jetzt in einem anderen Jahrzehnt langsam angekommen, so. Frauen können auch mit mehreren Männern knutschen, wenn sie wollen, oder auch mehr oder weniger, und sind nicht billig deswegen. Sie soll sagen, was sie will, ich mach trotzdem mein Ding. Naja, sie kann ja billig sagen im Strafgesetz, wo steht's nicht, oder, Valentina? Aber stopp, Steffi, stopp mal. Aber denkst du, das interessiert die Jill, was du sagst? Es ist meine Meinung! Aber Valentina, warum mischst du dich eigentlich gerade ein? Es ist meine Meinung! Völlig in Ordnung, es ist deine Meinung. Jeder kann seine Meinung haben. Dann kann ich sie doch sagen. Und Valentina, warum stehst du auf dem Tisch? Das macht mich ganz nervös. Das ist ein sehr schöner Tisch, den hätte ich auch gerne. Ich mach eh das, was ich will. Schon mein Leben lang habe ich immer das gemacht, was ich möchte. Was ja, wenn ich gerade Bock drauf hab, wenn ich grad Bock drauf hab, 3 Typen zu küssen, dann küsse ich 3 Typen. Ja, Jill, wir haben es verstanden. Du bist der größte Rebell, den wir jemals gesehen haben. Mal gucken, ob dich noch ein Mann hier respektiert. Wenn dich ein Mann nicht respektiert, weil du mit jemand anders schon mal geknutscht oder was anderes hattest,
Dann habe ich den respektiere ich den Mann aber genauso wenig. Steffi, ganz ehrlich, wenn du neidisch bist, ne? Ich bin nicht dann such dir Aufmerksamkeit von den anderen Typen, aber bitte mach mich nicht dumm an. Steffi, you're better than that. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ein bisschen eifersüchtig war, weil die haben ja auch in der letzten Zeit viel miteinander rumgehangen in der Villa, haben sich gut verstanden. Aber Jill, auch kein cooler Move, so extra die Steffi zu provozieren oder ihr extra auch weh zu tun. Ich war nicht eifersüchtig. Nochmal für alle, Eifersucht gibt's in diesem Haus nicht. Existiert nicht. Außer bei Joshua. Wir sind in der Dating-Show. Du, ich hab schon vieles durch. Ich bin 31 Jahre alt und ich weiß, was ich will. Genau deshalb, Steffi. Du bist schon 31, du bist 10 Jahre älter als Valentina. Bevor der Streit eskaliert, schauen wir jetzt mal in die Matchbox darf. Die Stimmung zwischen euch beiden war ja bis dato eigentlich nicht mehr so gut. Was sagt mir Lina dazu? Was heißt nicht so gut? Sie war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht... Gut. Gut. Dann hat es doch die Sophia Tomala ziemlich genau auf den Punkt gebracht mit, die Stimmung war nicht so gut. Wie ist die Stimmung denn jetzt? Also es ist halt immer noch einfach neutral. Ganz neutral. So wie im Auto, wenn du auf N tust, dann geht's nicht vorwärts. Aber es geht auch nicht rückwärts. Danke für den Vergleich. Aber wenn jetzt Leute immer verkaufen, dann wird's ein bisschen kompliziert. Die beiden sollen jetzt in die Matchbox. Aber jetzt nicht wieder übertreiben. Sophia hat noch ein Angebot. Wenn die Gruppe verkaufen würde, wäre ich verdammt sauer. Und das wäre einfach dumm. Aber jetzt kommen die halt mit einem echt krassen Angebot um die Ecke. Ich erhöhe. Auf 100.000. Wie die Tiere. Das kann doch nicht schon sein, oder? Die haben es noch nicht mal in die Matchbox reingeschafft. Leute! Die wissen schon, wie die dran kriegen. Ich glaube, dass Diogo und Aurelia ein Perfect Match waren und deswegen haben die so viel Geld geboten, damit die weiterhin drin bleiben und das nicht erfahren, weil die auch gut sind für Sendezeit. Und ich glaube auch, dass Melina und Tommy ein Perfect Match sind und die deswegen so wahnsinnig viel Geld bieten, damit auch die drin bleiben und damit es jetzt so eskaliert, wie es gleich eskaliert. Hallo! Oh, lass die gnädige Dame noch mal ausreden. Denn es bleibt nicht bei 100.000 Euro. Ich habe nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht. Und das, obwohl Aurelia einen Pulli anhat mit Make Money Not Friends. Ich mache euch ein Angebot, das gab es bei Are You The One. Sie hat noch nicht mal was gesagt. Ich biete euch 150.000. All inclusive. Ja gut. Als ob die jetzt da Nein sagen. Ich raste aus. Meinen die das eigentlich ernst? Zu den 250.000 nochmal 150.000 und top 400.000 Euro? Ey, jetzt warte mal ganz kurz, hat der irgendwie bescheuert? Hör auf mit dem Scheiß! Ey, Mann, was ist das für eine kranke Kacke, Mann? Eigentlich müsste sie auf Sophia bzw. auf die Sendung, auf die Produktion sauer sein. Mit so einem Angebot um die Ecke zu kommen, ist echt fies. Ich steh hinter dir, ich steh hinter dir. Her mit dem Geld. Valentina steht hinter Salva. Salva! Was machen wir? Lass mich verkaufen, bitte. Nein. Jetzt ist es nur noch ein Wirrwarr. Immer lauter, immer lauter, immer lauter. Ich habe nur so, ich hab nur so ein Dröhnen in meinen Kopf bekommen. Ist komplett überfordert. Dann sehen wir uns. Wenn es jetzt richtig abgeht. Sind das die vier Menschen? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich jetzt alle so krank ausregen. Mann, warum macht man denn sowas? Mein Gott, Alter, doch so eine Scheiße, Mann. Ich will das Geld am Ende gar nicht haben. Ich verstehe, dass sie sich aufregen. Ich verstehe aber nicht, dass sie sich aufregen und sagen, oh, die sind alle so geldgeil. Weil die anderen regen sich ja nur auf, dass sie das Perfect Match nicht haben, die Gewissheit nicht haben. Und deswegen die Gewinnchancen sinken auf das Geld. Also eigentlich wollen alle Geld. Und deswegen finde ich es komisch, auf den Finger zu zeigen und sagen, wie geldgeil kann man sein, wie käuflich kann man sein. Seid ihr dafür dumme Mist eigentlich? Habt ihr den Arsch auf? Ich glaube, wenn man da so lange in dem Haus eingesperrt ist, da verliert man ein bisschen Bezug zur Realität. Hey, Alter, Salvatore, bei dir, ne? Ich hab die hast du verkauft? Hast du, ja! Wir gewinnen null am Schluss, Alter, null gewinnen wir! Ja, da geht's halt jetzt auch ums Geld. Wer hat euch denn eigentlich ins Gehör geschissen? Melina, beruhig dich. Sie hat gesagt, verkauft! Diesmal war es nicht, Valentina. Salva. Salvatore, willst du mich verarschen eigentlich? Was seid ihr denn eigentlich alle für Menschen? Ihr seid alles Ratten, seid ihr! Es ist eine Show, es ist ein Spiel! Was Menschen alles für Geld machen? Ekelhaft!
Jeder hat seine Motivation. Einen machen das, um mehr Geld zu bekommen und die anderen wollen ihre Strategie fahren, um am Ende das Geld sicher zu bekommen. Es geht bei beiden Seiten ums Geld. Und euer Perfect Match, was eh völliger Schwachsinn ist bei dieser Sendung, sind wir mal ganz ehrlich, erfahrt ihr alle am Ende. Also chill! Was machst du für Geld? Hast du es? Ich verstehe das nicht. Jeder von euch hat mir die Fresse gesagt, ich verkaufe nicht, ich verspreche dich, ich verkaufe nicht. Ja, weil die käuflich sind, weil die keinen Charakter haben, Mann. Ekelhaft. Scheiß auf dir. Ich krieg schon wieder so Schulhof-Vibes, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, die haben sich echt da ein bisschen reingesteigert. Oh, bist du Alter. Ihr habt ihn gepusht. Ihr drei habt ihn gepusht. Was? Wir haben den gar nicht gepusht. Ich habe euch ganz genau zugehört. Ich habe überall meine Ohren. Ja, alle haben selber gepusht. Ihr seid alle rumgerannt. Also ich sag mal so 70% der Leute da haben rumgeschrien, am Boden rumgekrabbelt. Ich werde alles dafür tun, dass wir verlieren. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du bist das bereuen, auf. Ich bin dabei beim Verlieren. Niemand hätte das erwartet von ihm. Salvatore, du hast mich für Geld verkauft. Nein. Sorry, aber das ist nicht, was passiert ist. Ja, einfach nur das Matchbox-Ergebnis verkauft. Wir chillen jetzt mal. Hier ist kein Menschenhandel. Alles ist in Ordnung. Das zeigt einfach, ab einer gewissen Summe machen Leute alles für Geld. Und ihr regt euch so drüber auf. Als Valentina verkauft hat, hast du noch richtig rumgemeckert und hast gesagt, nein, die ist Geld geil. Ich mach das selber. Okay, Salva ist am Boden. Und was macht Jill? Schön drauftreten! Ich mach trotzdem keinen Vorwurf, weil ich nicht so bin. Ich hätte ihm auch eine Standbarke halten können, aber ich wollte gar nicht so sein wie er. Valentina, cooler Move. Und wir werden bis zum Ende nie erfahren, ob die wirklich ein Perfect Match waren. Erst am Ende, wenn die Lichter angehen. Dann ist es ja nicht nie. Oder? Ich habe mich so gut mit ihm verstanden. Und dass er mir dann so ekelhaft in den Rücken fällt, beziehungsweise auch einfach uns. Das verstehe ich, dass sie enttäuscht ist, weil sie was mit ihm ausgemacht hat. Er hat sein Wort nicht gehalten. Aber wisst ihr, was das Positive ist? Ich habe das Gefühl, Melina und Tommy sind plötzlich zueinander gerückt. Es gibt jetzt ein Uns, ein Wir. Also eigentlich hat Salva den beiden geholfen. Das ist so assi von dem gewesen. Es regt mich so auf. Wie kann man denn so sein? Wie Salvatore? Jill, bitte. Come on. Mach jetzt kein Drama, wo keins ist. Wir können jetzt nicht auf ihn einreden. Der geht psychisch kaputt. Sie hört aber nicht auf. Ja, weil es mich abfuckt, weil ihr... Es ändert aber nichts, Mann! Jackie geht dazwischen. Es ändert nichts, aber trotzdem war es scheiße, weil er auf die Runde hat. Okay, wie oft ist das? Schreib es auf den Zettel und schreib ihm das, halt ihm das vor die Augen. Es wird jetzt nichts mehr ändern. Jill möchte ihre Freundin verteidigen, aber das kommt echt nicht gut an. Ey, nicht jetzt. Mal das scheiße, siehst du, und das scheiße, du? Was der gemacht hat. Und sie hat sich auch scheiße gemacht. Der hat genau dasselbe gemacht. Und Valentina, meine beste Freundin hier, hat den Scheiß. Ja, aber Salva hat ja jetzt auch ordentlich einen auf den Deckel bekommen und wird auch noch ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Also beruhig dich. Jill, es reicht! Fuck mich ab, es fuckt mich ab. Meine Güte! Ich weiß echt nicht, wann gut ist, ne? Oh Gott. Oh. Das ist wirklich anstrengend. Trink dir bitte noch einen Schluck für mich mit. Erzähl mir, ich will das von dir wissen. Wieso? Ich mir dachte, wir kriegen das trotzdem noch gebacken, weißt du? Keine Ahnung, irgendwie, ich habe nur geschrien eigentlich. Und dann war das so geklärt irgendwie. Tommy sucht das Gespräch und man merkt, Salva wollte einfach nur, der will immer nur der Gruppe gefallen. Und ich habe die Kontrolle verloren, so, keine Ahnung. Ich habe übertrieben die Kontrolle verloren. Er dachte so, ich meine, alle um ihn herum waren so, verkaufen, ja, Geld, geil, 150.000 Euro. Er dachte, glaube ich, das ist das, was alle wollen. Und irgendwie wollten es auch relativ viele. Und jetzt plötzlich sind alle so, ja, Salva hat verkauft. Ja, super. Es tut mir leid, was soll ich jetzt machen, Alter? Soll ich nach Hause gehen oder was? Ich kann doch nach Hause gehen. So, ich will auch nichts mehr machen hier drin. So. Der hat hier eh keinen Anschluss, der Arme. Einfach diese Gewissheit, dass du mir jetzt genommen hast, weil ich das einfach so voll gern wissen wollte, weißt du? Das finde ich sehr menschlich, sehr korrekt von Tommy. Einmal bitte alle nach hinten setzen. So, der Salvatore hat mich sehr lieb gebeten, ob ich einmal die Truppe zusammen trommeln kann. Okay, ich komme. Ich bereue das wirklich sehr. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Melina. Es war wirklich nicht meine Absicht, das so zu machen. Er entschuldigt sich aufrichtig, wie ich finde. Das war aus Effekt heraus. 50.000, 100.000, ich weiß nicht, mehrere sind ausgerastet. Stimmt. Kannst du jetzt Valentina verstehen? Kannst du jetzt mal die Fresse halten? Jill, es geht gerade echt nicht darum. Mach, was ihr wollt mit mir. So, ich halte jetzt meine Fresse ab jetzt. Du bist mir nicht mal mehr was wert. Es war falsch von mir. Ja. Ich sehe das ein. Du ekelst mich als Mensch einfach an. Bisschen viel, oder? Ich hoffe, ihr nehmt die Entschuldigung an und ich... Nee.
Definitiv. Mir hat meine Fresse halten und ich werde auf keinen Scheiß mehr bauen. So. Ja. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Das war eine Todsünde, die Salma begangen hat. Kann man nicht verzeihen. Jeder macht halt mal Fehler. Und ich finde, jeder hat auch eine zweite Chance verdient. Also bei so einer Sache, jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen alle noch mal kurz überlegen. Alle wollen das Geld gewinnen. Jetzt ist mehr Geld im Topf. Vielleicht gewinnen sie es dann nicht. Aber ey, hier wurden keine Menschen verkauft. Bitte Piano. Ey, da sitzt ein fast 30-jähriger Mann, so, der am Weinen ist. Gehören auch Eier zu, muss man den lassen? Auch Männer dürfen weinen. Egal ob mit oder ohne Eier. Im Endeffekt müssen wir jetzt das Beste draus machen, alle nicht den Kopf hängen. Ich glaube, einmal alle. Lass uns eine gute Zeit haben, Digga. Wo sind wir denn? Eben, chillt. Macht bitte ein bisschen Party, ein bisschen Knutschi, Knutschi. Der Boom Boom Room ist noch leer. Was ist da los? Also, Salvatore hat sich von der ganzen Gruppe entschuldigt, weil er einfach nicht blöd dastehen will. Ja, danke für die Einschätzung, Jill. Wir haben es verstanden. So Menschenkenntnis und Wissen, wann was angebracht ist, ist auch nicht so deine größte Stärke, aber gut. Bist ja auch noch nicht 21 wie Valentina. Lernt man vielleicht noch. Jetzt stehe ich nicht hier, wäre ich jetzt echt komplett alleine. So, ne? Du hast mich verteidigt, Alter. Da muss bei der Jackie echt sagen, fand ich richtig cool und richtig nett. Muss halt auch mal Stärke zeigen. Man kommt von der Träne schon dahin, so. Das ist krass, ehrlich. Ja, weil ich weiß, wie das Gefühl ist, auf der Seite zu stehen, wie du stehst. Also alle schreien verkaufen, geil, Geld, Geld, Geld. Ne? Und dann, wenn verkauft wird, sind alle so, ich habe nichts gesagt. Auf mich brauchst du, die Person war das. Bisschen wenig Rückgrat. Du bist wirklich eine krasse Frau und ich weiß dich so zu schätzen. Das ist, kannst du gar nicht in Worte fassen, Alter. Ist das ein perfect Match? Ich bin so gottfroh, dass diese Frau hier drin ist. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, alle sind froh. Ich dachte erst Jackie so, nee, aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich finde, sie hat sich gemacht. Ah, ein bisschen freue ich mich schon, dass Salma verkauft hat. Im Endeffekt, wenn wir das Geld gewinnen, werden uns alle danken. Auf jeden Fall. Was aber noch nicht geklärt ist, ist die Situation zwischen Steffi und Manuel. Manuel hat ja mit Jill rumgemacht. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen eifersüchtig war. Habe mich aber bei Steffi entschuldigt. Und ich glaube, jetzt ist alles wieder cool. Ja, mal gucken, für wie lange. Denn jetzt gibt es erstmal eine Schaumparty. Bei der Schaumparty freue ich mich sehr. Ich mit 14, als es bei uns in Palm Beach Schaumparty gab. Ey, da musste man so aufpassen, nicht auszurutschen. Ich bin einmal ausgerutscht und dann war ich so unter dem Schaum und dann habe ich fast keine Luft bekommen. Es war ganz schön traumatisch. Ich bin schon wieder etwas schockiert von Manu. Weil wir ja über die Situation gesprochen haben mit Jill. Und jetzt ist er wieder mit Jill. Manu, komm, ein Kuss. Anscheinend ist Steffi ihm nicht genug. Jill, wirklich, mach mit so vielen Leuten rum, wie du willst, aber mach's nicht mit Absicht, um Leute eifersüchtig zu machen, einen reinzuwirken, zu verletzen. Nicht cool. Auch super schwach von Manu, dass er nicht gesagt hat, so, nee, sorry. Wenn Jill Interesse hat an mir, warum soll ich jetzt sagen nein, ne? Ja, um Steffi nicht zu verletzen, wenn sie dir wirklich was bedeutet, was sie anscheinend nicht tut. Wenn man mich anlügt, dann brauche ich mit der Person nichts mehr zu tun haben. Wohl besser so. Ich hatte gerade Lust, ihn zu küssen und habe ihn gefragt, ob ich das darf. Die Antwort war nein. Lass mir eine andere geben. Finja, warum machst du jetzt so einen Film? Ich hab Lust, mich zu küssen. Sie ist besoffen, sie will knutschen. Kann man ihr es verübeln? Nein. Ja, du hast so gezwungen. Ja, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wieso denn gezwungen? Was ist das für eine Zeitpunkt? Nicht jetzt. Ey, nicht jetzt. Komm, das wenn ich, dann bin ich für dich. Gut, dann geht sie. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal an oder wahrscheinlich eher nicht. Das ist eine Zurückweisung, die ich so nicht kenne. Mal gucken, wer auch noch eine Zurückweisung bekommt. Du traust dich gar nicht. Nee, komm. Du meinst ja, der erste Kuss muss von dir kommen. Das respektiere ich absolut. Mhm, wie sieht es aus? Ich bin jetzt niemand, der dich zu irgendwas drängt. Wenn ich dir sagen würde, ja, du darfst. Dann würde ich. Okay, und jetzt gibt's das Go von ihr. Weird finde ich es trotzdem. Aber passt immer bei uns jetzt. Die Zeichen passt immer bei uns ab jetzt. Bist du sicher? Ja? Ab jetzt passt es immer, aber jetzt auch wieder nicht mehr. Hm? Ich will noch einmal. Nein. Ich will noch einmal. Hm. Hä? Hm? Warum passt auf die nicht? Wacke. Okay. Warum gibt es mir ganz unangenehme Gefühle? Fühlt ihr euch auch so bedrückt innerlich? Ja. Auf was wartest du? Guck mal, siehst du, nächste Frage. Sie will, egal was ich sage, es gibt ein Aber. Auf was? Ja, sie will halt jetzt auch mal vorankommen. Ich scheißegal, welcher Mann in meinem Leben, in meinen 22 Jahren, wenn ich vor ihm stehe und wir was miteinander haben, will niemals sagen, nein, ich will nicht küssen. Sie ist schon 22. Boah, Valentina ist nur so, oh mein Gott, wow. Okay, ich sag nein, ja. Ich bin nicht jeder Mann. Oh, Eugen hat eine Attitude. I kinda love it.
Ich bin Eugen. Bond, Eugen Bond. Ich habe noch nie einen fucking Korb bekommen, wenn ich vor jemand stehe, mit dem ich seit 10 Tagen bin, der mir sagt, nö. Zurückweisung ist nicht geil. Vor allem, das ist ja nicht so, dass sie nur knutschen will. Sie finden ihn auch richtig gut. Die verstehen sich richtig gut. Warum will Eugen nicht den nächsten Schritt machen? Ja, weil er vor der Kamera das nicht machen will. So, also ich und du nichts mehr. Ja, ist eine Frage. Ja, du hast da auch was mitzureden. Du schiebst das jetzt nicht auf sie. Ich weiß. Emotionaler Nervenzusammenbruch. Oh Junge, ich hab gar keinen Bock mehr. Was passiert? Krass. Heute die ganze Zeit, weil ich sie nicht küssen will. Nicht, weil du sie nicht küssen willst, per se. Es geht ums Prinzip. Guck mal bitte. Das ist doch nicht normal, ja? Zu viel. Sie fühlt sich einfach jetzt nicht begehrt. Sie fragt sich, was ist falsch mit ihr. Sie fragt sich, warum will der mich nicht küssen, Lee? Ich finde ihn doch so toll, was muss ich noch machen? Findet er mich doch nicht so toll, bla 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 bla. So, wofür dieses Drama jetzt? Das ist hier nicht angebracht gerade. Es geht wieder darum, was andere Leute denken, oder? Wie kann man sich so anstellen? Er ist zu verkopft. Die hat einfach jetzt komplett reingekackt. So, und was soll ich jetzt machen? Jetzt stehe ich da als Buhmann, ja, der arme, das kleine Mädchen ist verletzt, weil der die nicht küsst. Ja, entspann dich mal, lass dich mal auf sie ein. Mach mal hier dein Herzchen ein bisschen auf. So, los geht's, Mund auch auf. Zacki. Ich glaube, ich empfinde schon mehr für ihn, als ich mir eingestehen will. Naja, hat sie sich ja jetzt gerade eingestanden. Vergestanden? Hat sie sich selbst verstanden? Jetzt ist Matching Night. Wie ist die Situation mit Diogo jetzt? Auf Eis gelegt. Klare Worte. Wen willst denn du denn heute? Den Danilo. Den Danilo? Ja. Ist sie wirklich über Diogo hinweg? Wir können es nur hoffen. Manche Menschen enttäuschen einen halt, ne? Ja, manche Menschen sind keine Straftäter. Ich habe ja nicht ein Haustier umgebracht oder sowas. Seht ihr, das Gute ist, letztes Mal war sie noch enttäuscht von Tommy, jetzt ist sie enttäuscht von Salva. Tommy und Melina sind dadurch näher gekommen. Danke, Salva. Meine erste Wahl ist und bleibt der Tommy, weil ich gerne gewusst hätte, ob wir wirklich ein perfektes Match sind oder nicht. Werdet ihr ja bald erfahren. Josua, komm zu mir. Warum so erstaunt? Du scheinst dich nicht zu freuen. Ja, er ist ja eigentlich mit Sarah jetzt schon verheiratet quasi. Du wurdest ja heute entjungfert. Krass, oder? Ja, nach 10 Tagen der erste Kuss? Ja. Ich fass es ja nicht. Bist du stolz auf mich? Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Wir sind alle wahnsinnig stolz, auch wenn es wahnsinnig unangenehm war. Ja, ich bin froh, dass Phil mich gewählt hat, weil sie ist auch eine schöne Frau, sehr attraktiv. Was sagt Steffi dazu? Naja, er meint ja, dass er was Ernstes sucht. Und Jill? Ich sag mal so, es wirkt eher so, als ob sie sich noch ein bisschen austoben möchte, was auch völlig in Ordnung ist. Und dann aber froh darüber ist, wenn Jill ihn wählt, das kapiere ich einfach nicht. Ist ein ziemlicher Widerspruch. Manuel, was sagst du dazu? Steffi und ich verstehen uns ja sehr gut, haben auch gekuschelt, ne, und andere Dinge. Was für andere Dinge? Hat leider nicht gepasst, sagen wir. Sagen wir jetzt so. Okay, cool, danke. Ihr beide, ihr habt ja schon ordentlich Spaß miteinander gehabt, ne? Tja, ich. Wir kennen uns halt schon, ja. Ebenso. Was für Spaß, wir machen manchmal Witze zusammen. Und ich habe gefragt, ist vorher schon was gelaufen? Da hast du ja gesagt, Diogo, und du hast gesagt nein. Ja, warte nun. Ich bin froh, dass wir der Sache nochmal auf den Grund gehen. Soll ich das aufklären? Ja, bitte. Für alle hier? Ja. Wir sind ganz Ohr. Also, Diogo und ich, wir waren ja nach der Show, Ex on the Beach, zusammen in Mexiko. Also, es war einfach so. Körperkontakt und so weiter intensiver, also so romantisches Kuscheln und so weiter. Heavy Petting würde ich jetzt das übersetzen. Aber kein Kuss. Überzeugt ist dieses Schütteln nicht. Ich glaube, sie können sich nicht ganz erinnern, ob sie sich auch geknutscht haben oder nur ziemlich doll gefummelt. Seid ihr euch sicher? Unangenehm. Die haben schon gut einen Sitzen gehabt. Ja. Oder so. Aber wir waren schon sehr nah ineinander. Ineinander auch schon. Nein. Doch. Das ist dann nicht nebeneinander, aber auch, ne? Aneinander. Also genau. Jetzt. Habt ihr euch geküsst oder nicht? Aber nicht. Er ist sich nicht sicher. Ich glaube, die können sich nicht ganz erinnern, ob es ein Kuss war oder nicht. Aber auf den Kuss kommt es auch nicht an. Wir können alle festhalten, da lief auf jeden Fall was. Sie hat gesagt, da lief nichts. Und das war eine Lüge. Ich glaube euch kein Wort, ne? Aber okay. Das glaubt das keiner. Ist auch gelogen. Und man hört im Hintergrund, es ist auch gelogen. Was davor und nach dem Bild passiert ist, habe ich keine Ahnung. Aber das Bild war auf jeden Fall sehr innig und sehr vertraut. Kleine Einschätzung von Eugen. Für Vanessa ist das ja auch eine scheiß Situation. Dann hat die mit Tommy gefickt und mit Diogo. Wieso denn? Ja, wenn du 2 gebumst hast aus einer Show. So, und dann steht die da. Jo, ich habe beide gevögelt. Peace. Ja und?
So, klar ist für eine Frau scheiße. Für einen Mann wäre das super geil, für eine Frau ist es scheiße. Leider ist es noch so, aber es sollte nicht so sein. Also es ist nicht so, aber viele denken, es wäre so. Geht noch ein Licht an. Ja. Nein. Nur drei Lichter. Wirklich vorankommen tun sie ja nicht. Wir haben noch nicht einmal Leute in die Matchbox geschickt, wo wir dann ein Perfect Match stehen hatten. Wir taumeln die ganze Zeit hier rum, wir verkaufen und verkaufen und verkaufen, machen die Gewinnsumme bis ins Maximum. Ob das die richtige Taktik ist? Was bringt uns das, wenn wir hier keine Erkenntnis haben und am Ende mit 0 Euro rausgehen. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Vergesst nicht, nächste Woche Sonntag um 18 Uhr gibt es wieder ein neues Video. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.